Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir sind immer noch auf der Vulkaninsel. Ja, nicht schlecht. Hier unten war auch noch einer. Aber so ein Bergsteiger-Rex, den kann ich auch nicht mitnehmen. Das ist das große Problem. Die sind aber schon recht hoch. Schon ganz ordentlich. Aber eigentlich will ich ein Kanu. Ich will was Kleineres, wendiger. Oder ein Allosaurus wäre am geilsten, aber... Was sind das hier? Hot Water Action oder was? Was ist denn hier so im Wasser? Nee, das ist Obsidian, ne? Da sind Perlen! Kacke, da sind Perlen. Ich hab Perlen gefunden. Da muss aber der Spino leider dran glauben. Den scheint das... Moment. Ich mach mal ein bisschen heller. Den scheint das gar nicht wirklich zu stören, kann das sein? Der hängt da so ein bisschen fest. So, jetzt haben wir ihn raus. Können wir den nämlich jetzt hier an Land locken. Ich hoffe, da sind keine... Komm, 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 mein Kleiner, komm. Komm aus dem Wasser. Komm aus dem Wasser. Guck mal, ich lande extra für dich. Ja, ist alles gut, ist alles gut. Tut mir leid, dass ich dich töten muss. So, ich... Oh Gott, ich habe ein bisschen Schiss davor. Da sind Piranhas. Und die sind bestimmt böse. Wie immer, Piranhas sind immer böse. Aber es sind wenige, das heißt, die kann ich hier schön einen nach dem anderen killen. Wenige. Ja, habe ich gerade wenige gesagt? Dich auch noch. Ich sehe halt gar nichts hier in dem Wasser. Alter, da kommen ja immer mehr. Ich muss langsam aufpassen. Langsam tut's weh. So, war's das jetzt? Kann ich jetzt endlich hier kurz tauchen gehen und mir die Perlen holen? Ich glaube ja. Es sind nicht viele, aber so knapp 100 dürften wir wahrscheinlich zusammenkriegen. Dann hat sich doch der Ausflug hier sowieso schon gelohnt. Weil viele habe ich nicht mehr. Also ich habe eigentlich fast gar keine mehr und ich werde immer mehr Elektronik... Und das ist Öl. Ich sollte mal ganz kurz auftauchen. So, und das Öl holen wir uns nämlich auch direkt. Ich glaube, das sind so Ölsteine, oder? Jo, das sind Ölsteine. Dann hat sich der Ausflug auf jeden Fall schon gelohnt. Gelohnt. Ja, ich bin auch so gelohnt. Gelohnt. So, ich muss aber mal ganz kurz an Land. Ich habe keine Ausdauer mehr. Und es wird auch immer dunkler. So, wir müssen mal ganz kurz hier resten. Ich esse mal was. Ich drehe Gamma nochmal höher. So, Ausdauer ist wieder da. Das lohnt sich hier. Der See lohnt sich wirklich. Öl. Also wunderbar. Wie gesagt, genau das, was ich eigentlich erwartet habe. Oder worauf ich gehofft habe die ganze Zeit. Ja, weil Öl habe ich fast... Das respawnt auch so schnell, aber... Ich will jetzt hier nicht unnötig viel Zeit mit Ölfarmen und so verbringen. Na, trotzdem hole ich mir die jetzt noch, wenn sie gerade da sind. Moment, erstmal wieder Luft holen. Und wieder runter. So, bestimmt schon wieder welche respawnt. Nö, okay. Vielleicht waren die unter irgendwelchen Ölsteinen.
So, noch mehr Silikapölz. Und noch mehr Öl. Dann haben wir wieder ein bisschen Vorrat. Das ist eigentlich ganz gut. Wie viele Silikaperlen habe ich denn jetzt? Ja, 240 knapp. Dann nehme ich die da drüben natürlich noch mit. Und dann haben wir... Dann haben wir, denke ich, alles. So. Perfekt. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel Öl ich habe. Ja, ja, ich bin doch an der... Ich bin doch an der Luft. Ich bin doch an der Luft. Ist alles gut. Ist alles gut. Nicht aufregen. Guck mal, wir sind auch schon wieder aus dem Wasser draußen. Wir essen was. Es wird alles gut. So, ich habe auch Fischmiet dabei. Ich will auch irgendwann nochmal probieren zu angeln, aber ich habe noch nicht verstanden, wie das funktioniert. Das hatte ich mal nicht hier ausprobiert, sondern auf einem anderen Server. Mit der Awesome zusammen. Das habt ihr vielleicht, keine Ahnung, wenn ihr bei ihr den Stream guckt, dann habt ihr es vielleicht gesehen. Da spiele ich auch noch auf einem anderen Server. Guck mal, da ist ein Kanu. Ich habe den Kanu gefunden, den ich haben will. So, mein Kleiner. Tschüss. Wir hauen mal hier ab, ne? So. Guck mich nicht so an. Und wehe, beißt meinem Quetz in den Hintern. Der mag das nicht. Aber 145 ist schon ein geiles Level. Also das muss man ja wirklich sagen. Habe ich das erzählt? Ich habe die Schwierigkeitsstufe auf dem Server auf 5 gedreht. Das höchste, was geht. Also wir haben 150er Dinos als Max-Level. Das finde ich schon sehr, sehr geil. Und ich meine, so ein Kano, der ist halt, ja, der ist halt auch schneller und wendiger als ein Rex. Den nimmst du noch 3, 4 Raptoren mit und dann ist alles super. Vielleicht muss ich wirklich mal gucken, dass ich irgendwann mal so ein ganzes Pack an Allosauriern mir zähme. Ich weiß nicht, ob die dann auch diese Alpha-Verstärkung haben. Aber die gibt es halt nicht wie Sand am Meer. Und ich sollte halt einfach mal aufhören, die ständig zu töten. Wenn ich der Meinung bin... Ja, ihr habt's ja gesehen. Ich brauche da ja nichts zu sagen. Da brauche ich ja wirklich leider nichts mehr zu sagen. Geht's dir gut, Kleine? Ja, ne? So. Ob das diese Folge noch was wird, den komplett zu zähmen, weiß ich nicht. Ich werde dann wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen Prime Meat und so wieder organisieren müssen. Das Fischfleisch will ich gleich nochmal... Ich glaube, das... Ja, ich weiß es nicht. Wollen wir was mit dem Fischfleisch machen? Ich glaube, das kann ich auch wegschmeißen. Momentan sehe ich da halt nicht die Notwendigkeit zu. Irgendwie hätte ich wohl viel Leder rausholen können. Das muss ich mal irgendwann ausprobieren mit so... Da hole ich mir mal so ein Quell oder sowas. Dann probiere ich das mal aus. Aber wie gesagt, das mit dem Angeln würde ich eigentlich mal gerne machen. Aber da braucht man noch irgendwelchen Krempel und ich habe noch nicht verstanden, welchen. Also für den Köder. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist von der Bärbel die Basis. Der baut auch da unten schon irgendwas. Alter, was der da hingesetzt hat. Das muss ich mir mal angucken. Warte mal. Was der da hingesetzt hat. Nicht schlecht, Herr Specht. Der hat das gemacht, was ich auch vorhatte. Also, was ich bei mir auch gemacht habe. Alles mit Dingens vollgepflastert. Alles mit Foundations. Der hat da doch ganz gut Zeit hier investiert, muss ich sagen. Hast du Höhenangst? Nee, ich glaube, die hat keine Höhenangst. Guckt halt so ein bisschen komisch. Und dann kommt gleich der große Test, ob das auch wirklich, ob diese... Zäune quasi wirklich genauso stabil sind wie Metall, weil wenn ja, dann passiert da gar nichts mit dem Kanu drin, ne? Dann kann er das nicht mal irgendwie anknabbern. Oh, ich sollte mal meine Boxen ausmachen, Moment. So. Handy-Geräusche. Kennt ihr ja sicherlich. So, aber wir haben mittlerweile Nacht und... Ja, gleich mache ich mal richtig Nacht. Damit man mal sieht, wie das aussieht. Ich habe einen großen Fehler begangen. Guck mal, wir lenken den mal ab. Nein. Oh Gott. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Jetzt muss ich aufpassen. Ich muss das Tor zumachen. Das ist mein großes Problem. Ich habe das offen gelassen. Ich bin gut, ich bin so gut, ich hab's hinbekommen. So.
Das Gute ist... Ja, ne? Du kommst da... Du kannst da nicht wirklich was anfangen. Kann das sein? So, damit wäre dann der Kanu auch... Ich mach mal Gamma wieder aus, damit man einfach mal sieht, wie das jetzt hier so nachts aussieht. Und das ist schon cool. Gefällt mir richtig gut. So. Das kann man noch ein bisschen schöner machen. Ja, du kommst da nicht raus. Kannst du machen, was du willst. Jetzt will er nämlich weglaufen. Guck mal, dann komme ich einfach von der anderen Seite und es geht weiter. Ich sollte mit, Zielfernkreuzgedöns spielen. So, und dann müssen wir uns gleich mal da unten wieder einen Bronto oder sowas schnappen, dass wir ein bisschen Prime Meat bekommen. Noch, jetzt hör doch auf wegzulaufen, das hat doch keinen Sinn. Das hat doch keinen Sinn. Kommst du jetzt her? Wir warten einfach kurz, dann wirkt auch das Narkotik besser. Hast du es bald mal? Du kommst da nicht raus. Ich könnte aber mal gucken, hat der hier irgendwas? Nö, nix, nada, das ist Metall, so sauber. Ich glaube, wobei Stein würde der, glaube ich, auch nicht kaputt kriegen. Jetzt kann ich den... Nee. Okay, der muss seinen Kopf da rausstrecken. Aber der will nicht. Jetzt hat er sich wieder beruhigt, glaube ich. Tut mir leid. Ich guck mal, ich mach mal den Mund auf. Mach mal. Ah. Ach komm. Ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Ich sollte mir mal was bauen, dass ich hier von oben auch reinschießen kann. Komm, wir machen das wie beim Zahnarzt. Ich betäub dir einfach mal die Backe und dann... Ja, wenn der mal aufhören würde, so. Ich weiß auch nicht, wo am Kopf... Ich frage mich, das frage ich mich heute immer noch. Wo am Kopf muss man... Also es gibt ja immer noch das Gerücht, wenn man am Kopf trifft, macht das mehr Torpor. Oh, sauber. So, das ging jetzt aber schnell, ne? Ich hätte gedacht, das dauert länger. So, ich brauche aber mein Vögelchen. Ich brauche mein Vögelchen... nee, abheben. Abheben, bitte. Abheben. So, zack. Bronto. Bronto ist immer gut. Wahrscheinlich habe ich mir jetzt wieder einen 500er gesucht. Nein, so kann der nicht sein, aber... Wahrscheinlich habe ich mir jetzt wieder einen mit einem mega hohen Level ausgesucht, um den mal eben hier... zu töten, damit ich Prime Meat krieg für den Kano. Ich hoffe, ihr seht genug. Auch ohne Gamma. Ach Gott, der ist... Ja, der hat auf jeden Fall ein relativ hohes Level. Aber langsam wird er... Langsam ist er soweit. So, oh, der hatte nicht nur so ein ziemlich hohes Level, der hatte so fast das höchste Level. So, der gute Kano liegt. Kann ich den von außen füttern? Nee, den... Okay, ich muss rein. So, ich muss da rein. Wie viel... ja, und ich muss nicht nur rein. Vor allen Dingen muss ich auch das Fleisch aus dem Vogel holen. Was, das waren nur 10? Das waren echt nur 10? Ich weiß nicht, ob das reicht. Die Raptoren haben ja schon fast 10 gefressen. Die Steine brauchst du nicht, die sollst du nicht fressen. Ich glaube, die liegen dir nur schwer im Magen. Aber warte mal, der Raptor müsste doch noch... Ich sollte übrigens hier die ganze Wand mit Fackeln vollkleistern, wenn ich das so sehe. Ich wollte mir das ja dann echt nochmal angucken.
Ja, mir ist kalt, ich weiß. Du hattest noch irgendwie Fleisch, ne? Melee Damage, Movement. Ja. Und Lag. Melee Damage. So. Das Ding ist auch da drüben. Da werde ich gleich mal hinfliegen. Dann holen wir uns das mal. Mal gucken, was da drin ist. So, Prime Meat. Das sollte jetzt aber reichen, oder? Wenn der Zähm würde so... Ja, 200 Apples ist okay. Also ich glaube, langsam verzichte ich drauf, irgendwelche Dinos noch von meinem alten Server zu holen. Ja gut, vielleicht die Äffchen. Die würde ich gerne, glaube ich, noch haben. Aber einfach nur, weil es Äffchen sind und weil die sind so nervig zu zähmen. Oh Gott, was ist denn das da? Pronto Gangbang? Ich hab ein bisschen Angst gerade. Was geht denn da ab? Was machen die da? Ich sehe da auch nichts. Pronto, Pronto, Pronto? Das sind nur Prontos, kann das sein? Machen die da irgendwas? Ach, da ist ein Rex unten drunter. Das sieht aber... Ja, das sieht schon sehr seltsam aus. Au, 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 au. Hört auf, ich habe euch doch nichts getan. Das sieht wirklich aus wie so ein Pronto-Gangbang. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Und ich wette, der Rex ist ein hohes Level. Der ist mich noch nicht mal angekratzt. Ansatz. Der ist nicht mal Ansatz. Ja, der ist kein Wunder bei dem Level. Mit 150. Aber, oh, den würde ich gerne zähmen. Das werde ich aber, da werden die 30 Pfeile, die ich hier noch überhaupt bei weitem nicht reichen. Wir bleiben. Wir haben ja einen. Wir haben ja Rufus und Rufus ist auch schon ziemlich hoch. So, und jetzt geht's eh erstmal um den Kanu. Und dann kommen mal Allosaurier, wenn ich wieder welche finde. So, was macht denn der Kleine? Der liegt halt hier ein bisschen doof, aber... 1, 2, 3, 4, 5 können wir dem schon. Ja, 200 hat er schon. Einmal fütter ich den auf jeden Fall. Weil sonst geht sich das nicht aus mit dem Zähmen. Dann wäre der 127. Nee, 100. Doch, 107. 117. 117. 117 ist okay. Ich mache hier mal zu. Nur falls der. Sollte er irgendwie mal aufwachen. Das Vögelchen, was kriegt der denn noch? Movement Speed momentan. Und das Fleisch kriegt er mal. Das geht bei mir ja eh nur kaputt. Oh, das blendet gerade so. Dafür nehme ich das mal an mich, mein Guter. Damit brauchst du nichts, damit hast du besser gesagt nichts zu tun. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Das können wir wegschmeißen. So, den Rest, den lassen wir jetzt. Das Ding kann auch weg. So. Es hat aufgehört zu regnen und es ist aber immer noch Nacht, oder? Naja, gut, früh morgens. Wenn ich jetzt Gamma wieder... Es sieht... Moment, das muss ich... Ich muss mir das jetzt nochmal kurz angucken. Stellt euch das einfach mal vor. Wie... Also ich will mir das jetzt quasi einfach mal vorstellen, wie das aussieht. Ich lande mal den Vogel hier. So, jetzt sieht man das nicht. Dann rennt man hier so durch den Wald. Und dann... Zack, kommt hier dieser Zaun. Alles beleuchtet. Ja, doch, das ist schon geil. Also ich tendiere sogar ein bisschen dazu, noch mehr Fackeln dahin zu stellen. Aber so ist schon ganz okay, muss ich sagen. Ja, wenn wir hier so ankommen. Und dann ist halt hier das Tor. Der Stein ist respawned. Das finde ich jetzt nicht gut. Aber zumindest... Und der da ist auch respawned. Ja, ich... Ja. 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 Egal. Bin ich nie so ganz happy mit. So. Aber ich würde sagen... So, hier ist Ende Gelände.
die Zementingpaste packen wir mal hier rein. Was ist das eigentlich? Ramshackle Shotgun. Cool. Und Metal Ladder, naja. Das packen wir jetzt auch. Nein, die Pfeile wollte ich behalten. Ich habe nämlich keine im normalen mehr. Irgendwas wollte ich noch machen. Genau, die Perlen. Die Perlen kommen hier natürlich rein. Und habe ich noch Leder einstecken? Nee. Warum habe ich das hier eigentlich? Ach so, wegen Fackeln und so, ne? Deswegen Fackeln und so kommt wieder da rein. Das nehmen wir so. Das wird drin. Ich sortiere jetzt noch aus. Die Sachen, die wir gerade gefunden haben, die sortiere ich jetzt auf jeden Fall noch aus. Also die drei Blueprints. Und die Axt kommt... Nee, das ist der Rüstungsständer. Und die Axt kommt hier rein. So. Dann haben wir nämlich noch ein Metal... Ich hebe die Metal-Sachen hebe ich auf. Die kann man ja auch einfach mal weitergeben, wenn mal irgendjemand Neues anfangen sollte oder so. Mein Vögelchen hatte aber, glaube ich, noch Leder. Und Leder bräuchte ich jetzt tatsächlich. Dann können wir nämlich hierher... Ach, da ist ja noch jede Menge Leder drin. Egal. So, das noch da rein. An. Du hast noch Metall geschmolzen. Ja, wir brauchen nur... Holz, ey, das Ding frisst Holz ohne Ende. Das ist nicht... schon nicht mehr spaßig. Ich hab keins. Hab ich echt kein... Ich muss mir tatsächlich Holz holen. Naja, gut, das machen wir schnell. Einmal mit Biber raus, zack, fertig. So, machen wir einfach so. Ich mach natürlich hier für die Verabschiedung wollen wir wieder eine schöne... Guck mal, das sieht doch toll aus. So, ich verabschiede mich für heute von euch. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge von Ark Survival Evolved. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal.